Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das heute wird. Ich habe ja schon vor ein, zwei Tagen ein Video hochgeladen, dass ich auf den CSD gehen werde. Und heute kommt der Vlog online und Maya ist auch mit dabei. Wir gehen heute auf den CSD, stehen auf dem Truck. Da mein Outfit noch nicht ganz so CSD-like ist, wird das jetzt noch verschönert, denn Maya hat was Gutes mitgenommen. Und ich würde sagen, schauen wir mal, was wird, wie es aussieht. Sieht das einfach... Oh, es geht nicht. Ah, perfekt. Hä? Ist das Schrott? Funktioniert er? Nein. Ja, man muss vorsichtig sein, dann geht's. Und er ist abgebrochen. Stark. Wie alt ist der schon? Von Mai. Von Mai. Der Lip Liner ist leider schon leer oder kaputt, aber ich habe ein Herz jedenfalls bekommen. Und mal schauen, was auf dem Truck noch so drauf ist. Also vielleicht haben die Schminke, ich bin mir sicher. Seid gespannt, abonniert gerne den Kanal und jetzt geht es los mit dem CSD in Hamburg 2024. Okay. Ich bin jetzt da bei dir zu Hause. Wahrscheinlich. Danke dir. Julis haben mich dann noch interviewt und das Interview hat mich ein bisschen überfordert, beziehungsweise eine Frage. Die erste Frage war, wie ich heiße, ja, Lasse. Aber die nächste Frage war, wer denn das schönste Outfit auf dem CSD meiner Meinung nach anhatte. Und da wollte ich dann irgendeiner Person ein Kompliment geben, aber ich wollte auch nicht, dass es falsch rüberkommt. Also habe ich so geguckt, als wenn ich gerade jemanden suche und dann habe ich gesagt, das schönste Outfit hat Maya meine Begleitung. Wir sind einfach nur gute Freunde und mich hat es total genervt, schon auf TikTok und auf Instagram, dass alle meinten so, ja, ihr seid zusammen und so. Nein, wir sind einfach nur Freunde und deswegen war ich sehr am Struggeln, ob ich sie da auswählen soll. Wir haben es jetzt auf den Truck geschafft und gleich geht es los. Bin sehr gespannt, wie es wird. Der CSD ist zu Ende und auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich eine 8 geben. Maya, du? Ja, auch. Auch eine 8. Also es war wirklich sehr interessant, es hat viel Spaß gemacht, es war wichtig zu demonstrieren. Ich muss sagen, ich habe auch gut Wasser getrunken natürlich. Also es war spaßig. Schön. So, und wir werden jetzt noch essen gehen und danach gibt es noch ein ausführliches Fazit bei mir zu Hause von dem CSD. Ich bin sehr gespannt. Was ich dann für Worte finden werde. Ich werde so ein bisschen darüber sprechen, wie ich es fand, was ich gut fand, was ich schlecht fand. Also von daher bleibt unbedingt dran. Wir sind jetzt bei Peter Pane essen gegangen und ich muss sagen, die Müdigkeit kickt wirklich rein. Es war doch anstrengender als gedacht. Und wir warten jetzt halt irgendwie in einer halben Stunde. Ich hoffe, dass das Essen gleich kommt, weil wir beide einen Bärenhunger haben. Und das Essen ist in dem Moment gekommen, ein richtiger Schmackofatz. Das Essen war ganz lecker, allerdings zeigt sich Hamburg jetzt von seiner Schiedwetterseite. Von daher, es regnet, es ist nass, es ist ein bisschen kühler geworden. Das Fazit zum CSD gibt es, wie gesagt, wenn ich zu Hause bin. Es ist jetzt 20 Uhr und ich bin zu Hause und ich muss sagen, ich bin äußerst, äußerst glücklich, zu Hause zu sein, denn ich bin wirklich fix und fertig, ich bin sehr müde und jetzt kommt mein... Jetzt kommt mein Fazit vom CSD. Zuallererst möchte ich euch gerne noch ein cooles Foto zeigen von Maya, meiner Begleitung und mir auf dem CSD. Ich muss sagen, ich finde das Foto echt mega cool. Vielen Dank an Peer. Grüße gehen raus an Peer, der das Foto geschossen hat. Danke dir. Zuallererst muss man sagen, Maya und ich sind wirklich nur gute Freunde, mehr nicht. Auf Instagram habe ich das Bild gepostet und die Kommentare aus. Es ist zum Teil so nervig, dass viele Leute schreiben so, ja, das hat eine neue Freundin und so weiter. Nein. Frauen und Männer können einfach auch nur normal befreundet sein. Und sonst muss ich sagen, ich fand den CSD sehr, sehr cool. Es war sehr interessant. Es war ja mein allererster CSD. Und ich muss sagen, die Stimmung, die Vielfalt
und die Atmosphäre, alle drei Punkte waren einfach mega cool. Was mich ein bisschen überrascht hat, war tatsächlich, dass am Anfang, als der Truck losgefahren ist, kaum Leute an der Seite standen. Ich weiß, man kann das nicht mit einem Schlagermove vergleichen, aber auf dem Schlagermove fahren halt auch Trucks und es ist auch so eine Art, wie soll man das beschreiben? Schlagermove ist keine Demonstration, es ist mehr so ein Festival. Also man kann es nicht ganz so gut vergleichen, aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Es ist halt eine ähnliche Veranstaltung von der Art, wie sie ausgeführt wird. Es fahren halt Trucks über die Straße, ist eine andere Intention. Ich weiß, Leute, bitte hatet mich dafür jetzt nicht. Was ich sagen möchte, es ist so, dass ich halt am Anfang fand, dass wenig Leute am Seitenrand waren und ich hätte gedacht, dass auf dem CSD einfach viel mehr Menschen an der Seite standen. Aber als wir dann weiter in die Stadt reingefahren sind, kamen einfach aus allen Richtungen Menschen und es war mega cool. Und gerade vom Truck aus, wo wir standen, haben wir halt auch mit den Menschen interagiert, die unten standen. Das war halt ja wirklich sehr lustig und sehr cool. Ich kann mir vorstellen, in nächster Zeit bestimmt auch nochmal auf den CSD zu gehen. Von daher, ich finde es cool. Ich muss auch sagen, auf dem Truck, wo ich war, war die Stimmung sehr gut. Ob ich da jetzt bei der Partei eintrete, ich weiß es noch nicht. Vielleicht fülle ich bald den Mitgliedsantrag mal aus. Ich habe auch mit zwei Bundestagsabgeordneten gesprochen. Das war ganz interessant. Michael Kruse, den kannte ich schon, aber Ria Schröder, die kannte ich tatsächlich noch nicht. Und ja, es war sehr interessant. Morgen gibt es noch ein kleines Update, wie es mir einen Tag danach geht und wie ich es einen Tag danach einordne. Weil ich muss sagen, jetzt, ich bin so müde und durch und ich freue mich sehr auf mein Bett. Von daher, gute Nacht. Ich melde mich nochmal morgen früh mit einem kleinen Update und nochmal einem kleinen weiteren Fazit. Von daher, bleibt gerne noch dran ein paar Sekunden und wir sehen uns dann morgen früh. Bis gleich. Ciao. Ein Tag danach und jetzt kommt mein endgültiges Fazit und ich werde noch eine Ankündigung machen, denn ich habe mich zu etwas entschlossen, wo ich schon länger am Überlegen bin und ich bin jemand, ich handle ja sehr aus dem Impuls heraus und heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir, ich trete da jetzt bei. Dazu gleich mehr. Ich möchte noch ein endgültiges Fazit machen, denn das, was ich gestern Abend gesagt habe, kann ich heute nur bekräftigen. Es war ein sehr bunter Tag mit super vielen Erlebnissen und Eindrücken und es hat sehr viel Spaß gebracht. Ich habe heute einen kurzen Vlog dazu schon veröffentlicht, so ein kleiner Zusammenschnitt aus ein paar Momenten auf Instagram und auf TikTok. Und die Kommentare haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, auf das Thema aufmerksam zu machen und sich dafür einzusetzen für LGBTQ+-Rechte. Denn leider ist die Akzeptanz in unserer Gesellschaft offensichtlich noch nicht ganz angekommen. Jedenfalls nicht bei allen. Es gibt einige Nachrichten, die mich wirklich sehr, sehr erschrocken haben. Also wirklich erschrocken haben, wo Leute ganz böse Dinge geschrieben haben. Die haben mir und Menschen, die auf der Demonstration waren, Dinge gewünscht, die zwischen 1933 und 1945 mit einer Gruppe, was heißt mit einer Gruppe, mit einer Religion, mit Anhängern einer Religion gemacht worden sind, unter anderem. Und das ist wirklich ganz, ganz geschmacklos. Jetzt komme ich, Themawechsel, es fällt mir irgendwie schwer, da jetzt einen Themawechsel zu machen, aber ich möchte trotzdem noch die Ankündigung machen, weil das ist wirklich etwas total Positives und ich freue mich riesig darüber, euch das verkünden zu dürfen. Ich habe mich dazu entschieden, politisch aktiv zu werden. Ich war schon mal in der Partei aktiv, das ist beim Bundestagswahlkampf 2021 gewesen und das war leider ein Fehlgriff. Ich habe mich damals für eine Partei entschieden, Team Todenhöfer, die Gerechtigkeitspartei, wo ich mich kaum informiert habe im Vorfeld über die Person Jürgen Todenhöfer. Und ich war dann ein Dreivierteljahr in der Partei aktiv und habe direkt so gemerkt, so nee, das war ein absoluter Fehlgriff, das sollte passieren. Ich habe viel daraus gelernt und vor allem habe ich daraus gelernt, sich lange Zeit zu lassen für so eine Entscheidung. Und ich handle zwar jetzt aus einem Impuls heraus, dass ich der Partei beitrete, aber das Thema und diese Entscheidung beschäftigt mich schon sehr lange. Und aus diesem Grund, ich freue mich riesig, das hier jetzt verkünden zu dürfen. Ich werde heute am Sonntag noch einen Mitgliedsantrag bei den jungen Liberalen ausfüllen und auch bei den Freien Demokraten, bei der FDP. Ich war mir unsicher, ob ich das überhaupt hier verkünden möchte. Und es wird jetzt auch nicht so irre viele Videos, denke ich mal, dazu geben, weil ich will nicht der Parteibanner sein, der ganz viel Werbung und Werbung und Werbung macht. Ich war mir unsicher, das zu verkünden, weil
man als Content Creator, wenn man sich politisch engagiert, von vielen automatisch gemieden wird. Wenn jetzt jemand CDU-Anhänger ist oder mit der CDU als Beispiel sympathisiert, dann kann es sein, dass die Person sagt, der Lasse, der ist jetzt in der FDP, dem entfolge ich. Finde ich nicht gut. Dass eine Person so etwas, also es kann sehr gut sein, dass es solche Leute gibt. Und das muss ich akzeptieren, das ist mein Risiko. Das ist leider der Preis, den ich dafür zahle, dass ich sage, ich bin politisch aktiv. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch authentisch, offen und ehrlich euch gegenüber, dass ich das mitteile. Und ich bin offen für Diskussionen und freue mich auf viele Nachrichten auch dazu. Am Ende bin ich zum jetzigen Zeitpunkt hier auch kein Politik-Influencer, sondern bei mir dreht sich vieles um meine Höhen und Tiefen im Leben, um meine Selbstständigkeit, um Gym, Fußball und Laufen. Und Fußball, das ist ein gutes Stichwort, denn für mich geht es jetzt zum Fußballspiel. Wir haben nämlich gleich ein Spiel gegen den FTV Farmsen oder Farmsener. Wir spielen gegen Farmsen. Drückt uns die Daumen, dass wir gewinnen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin und ich hoffe, dass wir heute die ersten 3 Punkte in der Saison einfahren werden. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Schreibt gerne mir euer Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Und vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.